Hallo und herzlich willkommen zur insgesamt 38. Ausgabe unserer satanischen Musikagenda. Und diesmal haben wir wiederum die Folge mit der Gruppe KISS. Wir sind immer noch bei den KISS und wir werden jetzt in der 7. Folge noch ein bisschen tiefer einsteigen. Und um das zu schaffen, brauche ich auf jeden Fall professionelle Hilfe von diesem Menschen, der halt hier unter den Joggler-Kanälen sich firmiert, der Jörg, den ihr alle kennt, der in der Stunde der Wahrheit versucht, mit mir die Wahrheit ans Licht zu spülen. Hallo Jörg. Ja, hallo Michael. Ein echter Marathonabend heute Abend, wo wir uns eingefunden haben, aber das ist ja auch kein Wunder. Ich meine, du fängst mit KISS an und dann gehst du über dieses sogenannte I Love You-Zeichen, über Kevin Spacey und Georgetown Universität und was weiß ich nicht und Annie Besant und Theosophische Gesellschaft und so weiter und so weiter. Wir gehen so tief in den Hasenbau, meine Lieben, wie Alice sich noch nicht mal geträumt hat, dass der ist. Und um diese Reise gar nicht erst groß zu unterbrechen, weil der Michael ist in so einem wundervollen Redefluss, möchte ich ihm gerne das Mikrofon übergeben, dass er uns weiter in den Kaninchenbau leitet und dann uns wieder hinausleitet und zu dem Licht führt, dem Licht der Welt, Jesus Christus, der das Licht der Welt ist und die einzige Wahrheit und alles andere ist Dunkelheit, ist Lüge, ist satanisch und führt euch von eurem Gott, von eurem Erlöser nur weg. Und wir wollen euch dahin führen, um euch aufzuzeigen, wer der Feind ist, dass ihr durch den Feind den Freund kennenlernt. Bitte, Michael. Ja, ich glaube, du hast schon vorgelesen. Nein, echt nicht. Ich schwöre. Du darfst nach 23,9 Matthäus darfst du gar nicht schwören. Ich sag ja, ich schwöre nicht. Ich darf ja nicht schwören, sage ich dir doch. Ja, es war ein Scherz. In 23,9 war, nenne niemand den Vater im Himmel. So war ja, das. Aber so. Einen Scherz darf ich ja mal machen, ne? Ja, klar, klar. Gut. Es geht darum, in der letzten Folge hab ich ja mal gesagt, es gibt da keine christlichen Symbole und jemand, der euch erzählt, das heißt I love you oder ich finde dich ganz toll, könnt ihr alle letzten Endes in die Tonne treten, alles völliger Unfug. Warum ist das so? Naja, schauen wir uns die Bibel mal an auf der nächsten Seite. Denn da steht jetzt, und ich lese das jetzt nicht alles vor und der Jörg muss das jetzt auch nicht lesen, es geht jetzt um einen ganz bestimmten Punkt. Denn es steht hier geschrieben im ersten Kapitel Johannes, wo also dann über Jesus Christus, dem Sohn Gottes, erzählt wird, steht jetzt hier im Anfang, also da, wo wirklich alles angefangen hat, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Also hier steht ganz eindeutig, im Anfang war das Wort. Und wir sehen jetzt in dem ersten Kapitel der Bibel, in der Genesis, sehen wir immer, dass alles anfängt, dass Gott am Anfang die Himmel und die Erde oder den Himmel und die Erde erschaffen hat. Okay? So. Und dann, wenn irgendetwas erschaffen wird, fängt die Bibel wie an, Jörg? Und Gott sprach. Eben. Jedes Mal. Es werde Licht. Und Gott sprach. Es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser. Und Gott sprach. Es sammle sich das Wasser und den Himmel an einem Ort, damit man das Trockene sehe. Und Gott sprach. Es sollen Lichter eine Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und Gott sprach. Das Wasser soll wimmeln von einer Fülle lebender Wesen und es sollen Vögel dahinfliegen über die Erde an der Himmelsausdehnung. Und Gott sprach. Die Erde bringe lebende Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und Gott sprach. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott sprach. Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Ja,
Das war jetzt eine ganze Kurzversion, wo wir jetzt nicht alles besprochen haben. Der Text ist ja abgedruckt und steht euch ja auch im Internet zur Verfügung, auf allen möglichen Bibelseiten, der Schnachter 2000 zum Beispiel. Und für die lange Version könnt ihr euch unsere Bibelstudie anschauen, die wir gemacht haben. Genau, aber der Punkt, den ich hier machen wollte, ist, glaube ich, eindeutig. Gott spricht mit uns. Wir haben die Bibel. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Heilige Schrift, wo Gott sich mitteilt. Und deswegen steht immer drin, und Gott sprach. Es steht nicht ein einziges Mal geschrieben, und Gott, also bitte, Herr Jesus Christus, verzeih mir, ich ist jetzt einfach nur der Erklärung halber, da steht nirgendwo in der Bibel geschrieben, und Gott machte ein Symbol, kritzelte ein Symbol auf die Erde. Und Gott zeichnete ein I love you-Signal. Und Gott zeichnete einen Kreis. Und Gott zeichnete ein Zeichen in den sowieso. Steht da nicht. Alles das, was gemacht wurde, wurde durch das Wort erschaffen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das Wort. Wir sind dafür geschaffen. Wir sind Menschen. Wir haben einen Mund zum Reden. Wir sind dafür geschaffen, die Botschaft weiterzugeben. Und es ist alles in die Existenz gesprochen worden. Aber man kann nur etwas in die Existenz sprechen, wenn man Geist ist. Deswegen kann man nichts in die Existenz sprechen, wenn man jetzt ein materielles Wesen ist, wie wir. Ja, wir sind zwar ein Geisteswesen, aber wir haben einen materiellen Körper. Wir können nichts in die Existenz sprechen. Und das ist eben der große Unterschied. Ein Geistwesen spricht und befiehlt und dann gehorcht die Schöpfung und alles Materielle. Aber wir brauchen keine Symbole. Wir haben einen Gott und dieser Gott hat mit seinem Wort alles erschaffen. Unser Gott benutzt keine Symbole. Unser Gott verbietet Symbole. Unser Gott verbietet, Symbole anzubeten. Unser Gott verbietet, alles Materielle anzubeten. Und damit meinen wir jetzt nicht nur Geld oder Reichtümer auf dieser Welt. Das ist eben das, wie der Teufel arbeitet in Lukas 4,6, der dann jeden verführt, selbst Jesus, der ihn erschaffen hat. Ja, muss man sich mal vorstellen. Und der ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Macht und Herrlichkeit zeigt und sagt, das will ich alles, will ich dir übergeben. Ja? Was für ein Gag. Was für eine Blasphemie. Was für ein Gag. Ja? Was für ein Gag. Da will er ihm seine eigene Schöpfung anbieten. Nur weil ihm zeitlich begrenzt die Macht über diese Welt übergeben ist, will er seinem eigenen Schöpfer damit beeindrucken. Wie twisted, wie teuflisch, wie durchtrieben ist das? Ja, aber auf den Punkt wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich wollte ja keine Bibelstudie von machen, obwohl ich da total Lust zu hätte. Aber auf den Punkt wollte ich hinaus. Gott spricht zu uns. Und wir können auch zu Gott sprechen. Wir haben zum einen die Bibel, wo wir drin lesen können, wo Gott sich uns offenbart. Und zum zweiten haben wir eine Sache. Wir haben nämlich das Gebet. Und Gebet heißt nämlich, wir bitten. Wir brauchen keine Menschen, die uns für uns Fürbitten leisten. Wir haben keine Jungfrau, die keine Jungfrau mehr ist. Und wir brauchen auch keine Engel, wir brauchen keine Heiligen, wir brauchen keine falschen Heiligen, wir brauchen das alles nicht. Wir brauchen keine kirchliche Institution, wir brauchen dann nichts. Wir brauchen nur unseren Geist und wir brauchen nur unsere Demut. Und dann zu sagen, da draußen die Welt, die ist eigentlich so hervorragend. Das einzige Problem, was hier ist, diese Welt ist Satan übergeben und uns zu prüfen. Um uns zu prüfen, liebe Brüder und Schwestern. Deswegen ist er letzten Endes hier. Aber die ganze Schöpfung, die da draußen ist, alle Berge, alle Täler, die ganze Natur, die ganzen Tiere und so weiter, ist Gottes Schöpfung. Die letzte und damit nicht unwichtigste Waffe, die man anzieht, wenn man die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht, gemäß Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, lautet, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und die Heiligen sind die Lebenden. Ja, so viel da mal eben dazu. Also deswegen kann auch dieses Symbol nicht, ich liebe dich, in einem christlichen Sinne heißen. Es muss etwas anderes bedeuten, weil wir Christen keine Symbole haben und keine Symbole brauchen. Und nein, auch das Kreuz ist kein christliches Symbol. Und nein, auch der Fisch ist kein christliches Symbol. Es sind alles heidnische Symbole, weil unser Glauben an einen geistigen Gott besteht, an einen Gott im Himmel besteht und nicht an ein geschaffenes Wesen. Das ist nämlich der große Unterschied, den viele so noch vielleicht gar nicht sehen.
Und deswegen ist mir dieser Punkt so unendlich wichtig, dass wir sehen, wir haben es hier mit Satan zu tun, einem Geistwesen. Aber wir glauben ja auch an den Geist. Wir glauben an den Heiligen Geist, den Jesus uns hier gelassen hat, den sogenannten Tröster oder Kampfotter, wie er wieder im Englischen beschrieben wird. Ja, den, an den glauben wir, den haben wir und der leitet uns eben auch, wenn wir Jesus Christus im Gebet drum bitten. Und deswegen bete ich jetzt einfach dafür, dass wir diese Lesung jetzt auch in dem Sinne durchführen können, dass ihr da draußen etwas davon habt und dass wir hier auch die Wahrheit reden. Und deswegen habe ich jetzt da mal was vorbereitet. Und danke, Herr, dass du jetzt heute hier uns auch die Möglichkeit gibst, das hier zu präsentieren und dass diese Lesungen möglichst lange auch verbreitet werden können. Wir haben hier unseren Gene Simmons. Den Mann, der alles andere ist als gläubig, nämlich ein Ungläubiger, der glaubt nämlich an Materialismus. Da werde ich auch gleich noch hinzukommen. Wo steht er denn hier? Er steht hier am Rednerpult des Pentagon. Das Pentagon ist das sogenannte Verteidigungsministerium der Vereinigten Staaten, also der größten Militärmacht der Welt. Das heißt, er steht hier am Rednerpult, am absoluten Epizentrum, ja, am Knotenpunkt der ganzen militärischen Streitmacht der ganzen Welt. Da steht er jetzt gerade. Warum laden die ihn denn ein? Und er steht dann da und hält da seine Rede, die der Jörg jetzt abspielen kann. Simmons Family Jewels. Gene returns to his homeland. I would be nothing without my birthplace. This is home. I was born in Israel. I may have been born in the country that people throughout history have referred to as the promised land, but take my word for it. America is the promised land for everybody. Ja, vielen Dank. Das heißt, wir haben da schon wieder die Geschichte, dass er sich da widerspricht. Auf der einen Seite sagt er also hier so Israel, da wo er geboren worden ist, das ist sein Heimatland. Und dann sagt er also nachher, also hier, er ist zwar im versprochenen Land, also im Promised Land, ist er da geboren worden in Israel, aber Amerika wäre das Promised Land für ihn. Und ja, was denn jetzt, ne? Baum oder Borke, Hop oder Top? Also er ist jemand, der jede Wahrheit erklärt und der jede Wahrheit verkauft, je nachdem, wo er ist. Wenn er in Israel ist, erzählt er dir, ey, Israel ist meine Heimatstadt, mein Heimatland und hier fühle ich mich zu Hause, gibt nichts Schöneres als zu Hause. Steht er im Pentagon, erzählt er den Leuten, nee, also hier, Amerika ist also hier das gelobte Land, ne, the promised land. Ja, also von daher, ihr könnt diesem Mann keinen Glauben schenken. Und Pentagon, ja, kommt von dem Wort Penta und Penta heißt 5. Und Pentagon ist eine Architektur, die ihr da seht, ein fünfeckiger Bau. Ja, Penta, 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 da war doch mal was. Nächstes Bild. Genau, ein Pentagramm heißt auch Penta, weil es eben fünfzackig ist. Und warum ist denn jetzt das Pentagon fünfeckig? Gibt es da irgendeine bestimmte Begründung zu? Würde mich mal interessieren. Ja, da habe ich nochmal den Text beispielsweise, dass eben Jesus Christus das wahre Licht ist. Ja, das wahre Licht, das kann gerne der Jörg vorlesen, der schacht ja schon mit den Hufen, glaube ich. Ab Johannes 1,1? Wie du möchtest. Oh ja, dann fange ich an, Genesis 1,1. Na, Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt. Und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Erstgeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Und das ist eben die Geschichte, was ich eben schon mal angerissen habe. Deswegen tut es mir leid, wenn jetzt die Reihenfolge ein bisschen durcheinandergewirbelt ist. Aber bei 160 Seiten war es jetzt so ein bisschen unübersichtlich irgendwann. Also Gott redet mit uns, ne? Er verbietet uns Symbole. Es gibt eben keine christlichen oder positiven Symbole. Lasst euch da nicht verklickern, lasst euch da nicht vereiern, irgendwie ähnliches. Es gibt kein I love you-Symbol. Das ist einfach, das gibt es nicht. Es gibt es nicht. Und jeder, der euch was erzählt, der sagt euch nicht, was das I love you-Symbol nur wirklich bedeutet. Und das zweite Gebot kennen wahrscheinlich viele nicht. Aber das ist eben das, was man nichts anbeten soll. Das ist vielleicht auch mal interessant oder mal gut zu wissen. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Jesus Christus hat gesagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Er hat den letzten Satz des zweiten Gebotes da noch einmal wiederholt. Und seine Gebote sind 10. Bitte, Michael. Ja. Und deswegen mit den Anbeten, nicht irgendetwas anbeten. Wir haben direkt ein ganz extrem negatives Symbol auf der nächsten Seite. Und da seht ihr auch beispielsweise diesen Blitz in der Mitte, den ihr kennt aus dem KISS-Zeichen oder den ihr kennt aus dem AC/DC-Zeichen und aus vielen anderen Geschichten auch. Ob es jetzt Ace Frehley ist oder ob es jetzt wo auch immer ist. Es sind immer die Symbole, die angebetet werden in diesen falschen Religionen sozusagen. Und die Farben rot-schwarz, die muss ich jetzt, glaube ich, nicht mehr erklären hier. Das wir können jetzt hier recht schnell weitergehen. Wir haben hier noch ein fürchterliches Bild, wo sich jemand, also muss ich da noch was zu sagen? Ich glaube nicht, ne? Also jemand hat ja geschrieben, der hat jetzt hier noch Hommage, also James Witz ist sein eigentlicher Name, also sein Name heißt wirklich Witz, wie der Scherz, und hat hier Hommage zu der indischen Gottheit Kali und so weiter. Es ist nicht die indische Gottheit Kali, die er meint, ich bin mir sicher, dass er eben Satan meint und da die Zunge rausstreckt, weil er eben diese Reminiszenz macht, was übrigens auch viele andere Künstler machen, die Zunge rausstrecken, ne? Also Miley Cyrus ist ein sehr interessantes Beispiel dazu zum Beispiel, ne? Also die kann man da auch nehmen, ich habe jetzt kein Bild da vorbereitet, aber die ist auch umgedreht worden, die war früher der totale Teenie-Star mit Hannah Montana und ist heutzutage nur noch als Pornosternchen auf der Bühne sozusagen unterwegs, also alles ganz schrecklich, ne? Du hattest da auch mal Albert Einstein erwähnt mit der Zunge ausgestreckt, ne? Das war in einer der früheren Sendungen, ja. Das kann sein, ja. Naja, das ist halt immer ganz lustig, ne? Also, dass die Leute das immer so witzig denken, aber das ist eben nicht so, ne? Und die anderen Sachen können wir jetzt eben durchgehen. Also bei Gene Simmons ist das mit der Zunge wirklich ein Wiederholungstäter, kann man nicht anders sagen. Und er hat letzten Endes dann auch ein paar andere Sachen. Und er ist für alle alles. Er ist also wirklich ein Vertreter Satans. Das erkennen wir jetzt auf der nächsten Seite. Da haben wir nämlich ein paar lustige oder unlustige Bilder. Guckt euch die Schuhe an, wer trägt sowas freiwillig? Ja, also ich meine nicht, dass die besonders bequem wären, aber mit diesen Stiefeln, die er da anhat, glaube ich nicht, dass man da jetzt also als Knight ist, als ein Ritter ist. Also mit den Stiefeln kann man kaum laufen, man kann sich aber wunderbar über andere erhöhen. Und das ist, glaube ich, so eher sein Thema, dass er sich also besonders da erhöhen will. Und dass man für alle alles ist und für jeden Verständnis hat, kennen wir das nicht irgendwoher? Hier sagt er zum Beispiel, also zumindest in dieser Ausschnitt hier aus der Presse heißt er, darum bin ich ein Fan von Angela Merkel. Natürlich ist er auch ein Fan von Trump, natürlich ist er ein Fan von allem, aber wie gesagt, ihm ist ja egal, was richtig und falsch ist. Ja, das ist ja für ihn nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass er möglichst viel Publicity bekommt, dass er möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt und möglichst viel Geld verdient. Das ist das, was ihn interessiert. Alles andere interessiert ihn nicht. Es gibt ein Interview von ihm, das können wir vielleicht mal in der nächsten Folge spielen, wo er zu einem deutschen Fan sagt, ja gut, also du musst möglichst viel Spaß haben und dann stirbst du sowieso. Also das ist sein Motto, ne? Tu, was du willst, ist das ganze Gesetz. Das ist das satanische Motto, was er da lebt, ne? Und deswegen, wenn er euch jetzt mal dieses KISS-Symbol nochmal anschaut auf der nächsten Seite, da seht ihr einmal dieses Symbol, sieht ja dann beispielsweise aus in den Farben des Feuers, ne? Der sagt ja, die heißeste Band der Welt, ja? Und er hat dann beides mal diesen Blitz drin in diesem SS-Zeichen. Und das ist meiner Meinung nach die Reminiszenz an Satan, ist dieses SS. Und natürlich gibt es auch eine andere Organisation, die dieses Zeichen hatte, die ich jetzt hier gar nicht nennen darf. Aus Deutschland. Länger her. Ne?
So, aber er ist halt derjenige, der halt alles Mögliche erzählt und alles Mögliche macht. Und da sitzt er mit einer Kippa zum Beispiel, also da ist er jetzt dann Jude. Und da sitzt er wieder mit seinen Lieblingsfarben Rot-Schwarz. Das Rot hat auch noch eine bestimmte Bedeutung oder kann eine bestimmte Bedeutung haben, das ist aber jetzt nicht wichtig. Aber er kann halt fließend Hebräisch. Das hat er dann also auch schon bewiesen. Da gibt es also auch ein Video von. Das heißt dann, Gene Simmons besucht Rambam. Und das ist die Geschichte mit dem Krankenhaus. Und das ist recht witzig. Das könnte der Jörg vielleicht mal an dieser Stelle da mal eben einspielen. Ich glaube, das hat er im Repertoire. Ansonsten gibt es da einen YouTube-Link. Aber ich glaube, er hat es. Nee, das habe ich hier nicht. Ach, das hast du nicht. Ach, nee. Das ist schwarz gerade jetzt. Ja, willst du das hier haben, da, das Visiting Rambam, das hier? Ja, dann müsstest du den Klicklink da, genau. Ja, nee, ich mache das anders, weil sonst geht das im Internet Explorer auf. Und ach so, na gut. Das ist besser, hier in Chrome das abzuspielen. Genau, also das ist das Krankenhaus, wo er drin geboren worden ist, vor einigen Jahren, schon ein paar Tage her. Und er heißt eben Scheimwitz. Und da wurde ihm jetzt also da mal erklärt, wo er da, in welchem Raum er geboren worden ist. Und da hat man ihn dann so das Personal, das medizinische Personal des Hospitals hat ihn da begleitet. Und dann durfte er als große Ehre sozusagen mal seinen Geburtsort da besuchen, seinen Geburtsplatz im Krankenhaus. Und da hat er die ganzen Unterlagen vom Krankenhaus und da wird er gleich auf Englisch etwas gefragt von einem Pflegeleiter da. It was interesting seeing your dad's birth records from the hospital where he was born in Pennsylvania. Und das ist wohl seine Tochter links. Right. In old ledgers. Ja, und seine Frau sagt hier, es war interessant, die Einträge in dem Geburtsbuch zu sehen, in diesen alten Schriften. Ja. Er spricht jetzt zu seiner Tochter, ja. Das ist er jetzt. You're a male? Yes. What? But you wear high heels and makeup. Yes. Habt ihr es gehört? Du bist eingetragen als Mann. Ich bin Mann. Was? Du trägst doch hohe Absätze und Make-up. You're a male? Yes. What? But you wear high heels and makeup. Manchmal darf es auch witzig sein, ne? Ja, definitiv. Definitiv. Ja, und du kannst jetzt gerne weitergehen, weil das andere ist jetzt nur noch Rahmenprogramm. Makulatur, ja. Ja, genau. Ne? Und das ist also, he's a male, even thought he wears high heels and makeup. Also das ist das, was es da aussagt. Ne? So, jetzt zu dem Preisrätsel, das habe ich ja jetzt schon verraten, warum Kiss die heißeste Band der Welt ist. Kein Wunder, ne? Die sind heißer als die Hölle, ne? So heißt letzten Endes dann ein Album von ihnen, direkt am Anfang. Ne? Also heißer als die Hölle. Okay. So heißer als die Hölle hatten wir allerdings mal wieder einen Bibelvers. Warum ist denn die Hölle so heiß? Aus der Offenbarung. Es steht geschrieben, die Feiglinge aber und die Ungläubigen sind mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, und ich glaube, wir haben ja jetzt oft genug bewiesen, dass der Herr Gene Simmons ein ganz guter Lügner ist, ne? Und jetzt sehen wir noch ein Foto von ihm, wie er sich da am liebsten fühlt. Ich meine, wenn man sich da mal irgendetwas Positives rausziehen soll, kann man nur sagen, gut, also schön, dass es so offensichtlich ist irgendwo, ne? Denn offensichtlicher kann ich ja mich eigentlich nicht mehr daneben benehmen und meine Agenda vertreten, wie er jetzt hier, ne? Er erhebt sich, ja, und er spielt letzten Endes einen Handlanger des Teufels. Das ist das, was er ist und das ist das, was er spielt und das ist das, wo er am besten drin ist, weil er braucht sich da nicht zu verstellen. Ne? Ja. Ja, der Satz unten drunter, der hätte da nicht reingedurft, aber ist jetzt egal, ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt nur noch so ein paar kleine Kissbilder, bevor ich auf den nächsten validen Punkt komme.
Man, jetzt sieht er gleich mal am nächsten Bild, sieht er zum Beispiel jetzt nochmal Gene Simmons mit seiner ganzen Montur. Da sieht er die Hörner beispielsweise von einem Drachen. Man, was soll das denn bitte schon sonst sein? Eine Schlange hat nicht so ein, eine Schlange ist halt eine glatte Haut, also kann es ja nur ein Drache sein. Und damit erklärt sich doch dann vieles. Also da haben wir den nächsten Beweis dafür, dass er letzten Endes nicht nur ein Dämon ist, sondern auch ein Drache ist. Ne? Nicht nur an seiner Gesichtsbemalung, sondern auch an seiner sogenannten Rüstung oder an seinem Ausstaffierten. Da haben wir Paul Stanley, der dann irgendwie so, finde ich, ziemlich homosexuell rüberkommt mit seinem Outfit da, abgesehen von den schönen Pentagrammen. Aber wir haben wieder das Thema Rot-Schwarz, es ist immer dasselbe. Er sitzt auf einem, 5 Sterne, ne? Ja, ja. Er sitzt auf einem Thron. Ja, ich, wie offensichtlich muss es denn noch sein? Er hat einen Schminkemund. Ich meine, also entschuldige bitte, aber so sieht so ein Mann aus? Also ich finde nicht. Und wie gesagt, da gibt es eben dieses Knights in Satan Service Documentary. Und da komme ich jetzt mal zu. Ja, das kannst du ruhig aufblenden jetzt hier. Es gibt da eine DVD oder sowas, ja, das heißt Knights in Satan Service, also Ritter in Satans Service. K-I-S-S. Ja, das angeblich heißt. Das ist aber der Titel der Dokumentation, das ist kein verbrieftes Zitat. Vielleicht kommt es auch daher, dass viele das so quasi kolportieren und also dieses Akronym dahinter sehen, weil es da eine Dokumentation mal gab. Ich weiß nicht, wie alt die ist, wie aktuell die ist, das kann ich nicht sagen. Ja, und jetzt gibt es eben noch andere Sachen, die da eben drunter stehen, wo man dann sagen kann, okay, ist es dann so oder ist es dann nicht so? Und kann es jetzt sein, dass du das Falsche in meinem Dokument, 16.09., steht eine andere Reihenfolge drin. In meinem Dokument bin ich jetzt auf Seite 135. Ist das richtig? Ja, hier, 135. Das ist der Link hier unter dem Bild. Okay. Satan Service Documentary. Ja, okay. Dann kommt als nächstes, kommt hier unten drunter noch ein Bild. Genau dieses Bild. Das heißt nämlich hier die Gerüchteküche sozusagen, oder Rumor has it, also die Gerüchteküche sagt, KISS würde für Night in Satan Service stehen. Und da sagen die selber von sich oder irgendjemand sagt, es stimmt überhaupt nicht. In 1973 haben die beiden Gründer Paul Stanley und Peter Criss sind durch New York City gefahren und dann hat der Criss erzählt, oh, er kennt eine Band, die heißt Lips, also Lippen. Und der Stanley hat das so doll gefunden und hat er gesagt, Mensch, dann nennen wir uns doch einfach Kuss. Aha. Okay, also das wird auf jeden Fall schon mal von vielen Leuten dann bezweifelt und hier steht wieder Aussage gegen Aussage zu Deutsch. Nichts Genaues weiß man nicht. Das nächste Bild zeigt Gene Wilder, einen bekannten Schauspieler aus Amerika, und den hat man jetzt folgende Worte in den Mund gelegt. So, sag mir nochmal, dass KISS würde für Knights in Satan's Service stehen, aber du hast 2 Juden, einen Lutheraner und einen Katholiken in der Band? Naja, gut. Durch den Ökumenismus sind das alles Heiden, ne? Muss man ja auch mal deutlich dabei sein. Ja, aber ich fand das jetzt gerade jetzt in unserer Stunde der Wahrheit doch ein sehr interessantes Zitat hier. Ja. Also ich weiß ja nun mal halt davon, dass Gene Simmons in Israel geboren ist und er hat ja, haben wir ja auch letztens jetzt hier vor ein paar Minuten mit einer Kippa, also mit einer jüdischen traditionellen Kopfbedeckung gezeigt. Ne? So, deswegen können wir davon ausgehen, er findet den jüdischen Glauben ganz doll und das ist nämlich jetzt der nächste valide Punkt. Wer jetzt von denen der Katholiken oder Lutheraner sein soll, kann ich nicht sagen, vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, von wann dieses Zitat stammt, weil KISS ja schon verschiedene Besetzungen mit verschiedensten Musikern gehabt hat. Also deswegen ist es jetzt müßig, das herauszufinden. Aber es geht nicht um den Punkt. Es geht um den Punkt, wir haben dieses Video schon gesehen, wo Gene Simmons seinen Geburtsort, sein Geburtshospital im Land Israel, quasi im früher mal gelobten Land, besucht hat. Also deswegen können wir ganz genau sagen, wir haben die offizielle Aussage von ihm, dass er sich da zu Hause fühlt. Wir haben ein offizielles Bild von ihm, wo er eine Kippa trägt. Wir brauchen jetzt erstmal nichts mehr, um zu wissen, dass dieser Mensch dem jüdischen Glauben angehört. Paul Stanley ist auch Jude, ja. Das mag sein, aber ich beziehe mich jetzt immer hier auf Gene Simmons, weil der gibt einfach am meisten her. Ne? Ja, und wir hatten in den ich hatte letztens so ein Interview gesehen oder was, wo Paul Stanley von sich sagt, dass er eben auch Jude sei. Okay. Er ja nicht weit von Gene Simmons in New York zusammen aufgewachsen sind, die beiden. Mhm. Und gut. Er sagte, dass er auch Jude ist. Also wird sich der Lutheraner und der Katholik auf entweder eine Urbesetzung Ace Frehley und Peter Criss oder sonst auf spätere Bandmitglieder, die eben die Figur des Spaceman und der Katze oder des Fuchses oder wie auch immer dargestellt haben, beziehen. Mhm.
Okay, gut. Also halten wir mal fest, jüdischer Glaube ist stark bei KISS verankert. Ne? Gut. Springen wir einfach mal zum nächsten Bild. Da wird es ein bisschen farbiger, ein bisschen bunter. Zählt uns auch nichts Neues, außer links. Da sehen wir nämlich beispielsweise eine umgedrehte Pyramide bei Tommy Taylor oder wer auch immer das jetzt ist. Also auf jeden Fall von dem Ace Frehley Lookalike sozusagen, von dem Ace Frehley Doppelgänger, wie auch immer. Da sehen wir eine umgedrehte Pyramide, die Pyramide des Todes sozusagen. Da gehe ich dann später nochmal drauf ein. Ich glaube, da habe ich schon mal drüber geredet. Aber da haben wir nochmal ein zusätzliches Symbol. Ne? Und da haben wir in der Mitte auch noch ein Auge zum Beispiel. Ne? Das kann also auch eine Reminiszenz an den heidnischen Glauben. Da ist immer, der Gott ist immer einäugig. Der Widersacher Gottes hat immer ein Auge grundsätzlich. Ne? Das wissen wir ja aus dieser Sendung, wo ich mal dieses Piraten gezeigt habe. Und Auge des Horus, wenn man jetzt nochmal überlegt, bei Alan Parsons haben wir es gehabt, will ich jetzt nicht alles wiederholen, da gibt es ja genug Folgen von. Ne? Gut. Der Peter Chris hat, oder nee, nicht Peter Chris, ich weiß jetzt wieder nicht, wer das ist, hier rechts, der hat auch noch so eine Raubekatze, hat dann auch noch da drauf. Aber darum geht es jetzt einfach gar nicht drum. Es geht jetzt einfach um was ganz anderes, worauf ich jetzt gleich komme. Und zwar, guckt euch die Fußbedeckung an. Ja, unten drunter habe ich extra geschrieben, Knights in Satan's Service. Sag mal, rennen so Ritter rum? Mit hochhackigen Plateaustiefeln? Alle versuchen sich da irgendwie noch höher und noch höher und alles so in Silber und Blitze und Dämonen und hast du nicht gesehen. Also Ritter in Satans Service, ich meine gut, die Waffen, die die haben heutzutage, sind natürlich deren Instrumente. Das ist ja ganz klar. Nicht abgesehen davon, dass aus Ace Frehleys Gitarre dann schon mal Feuer rauskommt, was ja doch schon mal durchaus gefährlich sein kann, ist es aber dann wohl doch so, dass eben so Ritter nicht aussehen. Ritter haben normalerweise eine Rüstung und haben Waffen und ziehen in den Kampf. Und die ziehen jetzt hier in den geistigen Kampf. Aber mit diesen Plateaustiefeln als Ritter zu bezeichnen, finde ich das ein bisschen gegenüber wirklichen Menschen, die ihr Leben auf dem Schlachtfeld riskiert haben, finde ich das echt eine absolute Unverschämtheit. Finde ich eine absolute Unverschämtheit. Also nicht mit den Schuhen. Als Ritter gehen die bei mir nicht durch. Ja, das sind Sprachrohre Satans, nichts anderes. Ne? Das ist letzten Endes nur jemand, der auf dieser Welt die Agenda vertritt. Aber Ritter, ich weiß nicht, ich habe ein Problem damit mit den Rittern. Ich habe natürlich kein Problem damit, wenn ich jetzt weiß, dass die SMOM, die souveräne Militärorder von Malta, dass die Kreuzritter gewesen sind. Das weiß ich auch, aber die Leute haben teilweise noch richtig gekämpft und Menschen umgebracht. Und hier bei KISS ist es eben auf einem anderen, subtileren Level. Und warum gehe ich da jetzt drauf? Naja, KISS bringt auch Menschen um, aber eben geistig, ne? Ja, ja, aber wie gesagt, also in dem Outfit Ritter, also ich finde das, ein Euphemismus. Also das ist zu nett umschrieben. Ich verstehe deinen Punkt. Ich will auch gar nicht drüber diskutieren. Ich will nur sagen, sie töten auch. Aber sie töten geistlich, dadurch, dass sie den Leuten den Geist abtöten durch ihre Musik und ihre Auftritte. Und die Leute auf die Art und Weise zu unterhalten und zu verzaubern. Mit Magie. Genau. Ja, ja. Und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, weswegen ich meine, dass ich vermute, was KISS überhaupt bedeutet. Da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, jetzt in den ganzen 7 Sendungen. Dann scroll mal runter. Da hast du den KISS of Disclosure, KISS of Death. Warum? Der Kuss hat eine lange spirituelle Bedeutung, eine lange historische Bedeutung im jüdischen Glauben. Ja? Er ist mit dem Lernen der Tora, vorsichtig, ja, also mit dem Lernen der jüdischen Tora verbunden. Und die Menschen küssen da eben diese Bücher, die sie da verehren. Ja? Also da haben wir beispielsweise im jüdischen Glauben hat der Kuss eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung. Und dafür brauche ich eben nicht das Wort KISS auseinander zu dröseln, sondern ich nehme einfach den Begriff KISS. Ja? Und da habe ich eben diese Glaubensrichtung, deren beide Hauptprotagonisten der Gruppe KISS angehören. Sowohl Paul Stanley, wie der Jörg gerade jetzt hier erzählt hat, wie auch der Gene Simmons, die eigentlich die federführenden Menschen von KISS sind, die Besetzung war durch die ganzen Jahrzehnte hindurch eigentlich. Ja? Und die haben eine ganz bestimmte Bedeutung des Kusses. Und ich habe da noch eine Meinung zu. Möchte ich nur ganz kurz zu einwerfen, die Tora ist an sich ja nicht schlecht, weil die Tora sind ja die ersten 5 Bücher Mose. Das ist ja, da ist ja nicht schlecht drüber zu sprechen. Das Problem ist, dass Juden
Jesus Christus nicht akzeptieren. Ja, da hast du mir die Pointe weggenommen. Ja, Entschuldigung, aber es ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn halt Juden irgendwelche Traditionen und Rituale haben, mit irgendwas zu küssen, dann ist das heidnisch, ist das unbiblisch. Und dann können sie 10.000 Mal die Tora hochhalten, wie sie wollen. An ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und das sind genau die Leute, von denen Jesus Christus gesagt hat, ihr seid die Söhne eures Vaters und der Vater ist der Lüger und der war der Mörder von Anfang an und die Wahrheit ist nicht in ihm und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Johannes 8,44, genau. Ja, ich musste das nur mal eben loswerden. Ich platze auch mal nur ein bisschen so alles gut. Von Info hier. Aber du ahnst schon den Punkt, den ich machen werde, ne? Naja, mach ihn mal. Ich will dich ja gar nicht weiter aufhalten. Okay, gut. Also es gibt da also eben nicht nur die Tora, die man da eben jetzt traditionell küsst, sondern es gibt auch andere Dinge, die man traditionell küsst. Ja, also beispielsweise küssen hier die Studenten die Hand ihres Meisters nach einer Session, nach einer Lehrstunde, ja, die symbolisch damit bezeugen, dass diese Hand sie spirituell gefüttert hat. Das ist aus der Tradition, vorsichtig, ja, des Zohar, ein Hebräisch als bedeutendes Schriftwort der Kabbala, also der Mystik, eben nicht der Bibel, sondern quasi einer heidnischen Religion, wenn wir so wollen, der Juden. Ja, ja, der Zohar, Entschuldigung, dass ich dich da kurz unterbreche, das wird erklärt in Albert Pikes Buch auf Seite 200 und Schlag mich tot 11, glaube ich, oder was, wo er über den Zohar spricht. Und ich habe das mal erklärt, wenn ich mich nicht irre, ich muss auch tief in meinem Gedächtnis graben, in einer der ersten Lesungen des Buches Hinter den Diktatoren. Ich glaube, da, wo es über den Leo Taxil ging oder so in der Richtung, da irgendwo habe ich darüber gesprochen, über den Zohar, habe das erklärt, weil da hatten wir ja auch, bei Leo Taxil hatten wir ja auch über Albert Pike, Morals und Dogma gesprochen. Und über diese falsche Lehre, dass eben in Morals und Dogma drinsteht, dass Luzifer der Gott der Freimaurer ist. Das ist ja eine Falschmeldung von dem Leo Taxil gewesen. Kann man ja alles nachschauen da drin. Und da ging es auch um Zohar und da habe ich die Zohar ein bisschen erklärt. Und die Zohar ist eben die Zentrum der Kabbala und das ist eben eine antibiblische Lehre. Von daher wollte ich nur zur Ergänzung zu dem, was du hier sagst, eben anmerken, ja. Gut, aber Luzifer steht ja trotzdem oben bei den Freimaurern, ne? Ja, ja, gut, bei den Freimaurern steht ja der Gaotu ganz oben, ne? The Grand Architect of the Universe, ne? Es sind ja alles nur Namen für denselben Murks, ne? Ja. Aber wie gesagt, in diesem Zohar, eben in der Kabbala, in der mystischen, in der jüdischen Mystik, drücken wir es mal so aus, also wo auch die ganzen Zahlenlehre mit drin geht, wo also alle möglichen heidnischen Dinge mit aufgehen sozusagen, also quasi dann auch wieder so eine Art Theosophie, wenn man so will, weil da alles Mögliche wieder drin ist, da wird eben auch geküsst und zwar küsst da der Student den Meister als Zeichen des Danks für seine ganzen Weisheiten sozusagen, die er ihm dann beigebracht hat. Ne? Das ist jetzt der Punkt. So, und da haben wir schon wieder den nächsten Kuss, den wir da haben. Und da haben wir letzten Endes dann eine Passage aus der Bibel. Und da wird eben verschiedene Dinge aus der Bibel genommen und da werden dann plötzlich die Lilien verehrt und so weiter und so fort. Also es geht dann schon wieder in diese materialistische Anbetung hinein, das ein Zeichen aller heidnischen Religionen ist. Ne? So, und deswegen haben wir beispielsweise da einen Bibelvers, der uns genau das nämlich erzählt, dass es da eben falsch ist, so etwas zu machen. Lilie ist die Fleur-de-Lis, ne? Wissen wir ja, wie auch, die immer, ja, auch, wie die immer auch gebraucht wird. Ja, ist im Englischen ist das Fleur-de-Lis, das ist die Lilie. Ja. Ne? Ja, genau. Eine Blume, die ja ständig gebraucht wird, da im Kabbalismus, lass uns mal sagen, ne? In der Symbolsprache. Ja, die auch durchaus noch älter ist. Ne? Genau. Ja. Also, was den Meister angeht, ne? Matthäus 23, genau. Vers 8, es steht geschrieben: Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemand auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Auch sollt ihr euch nicht Meister nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Mhm. Sehr schön.
So, und es gibt, wie gesagt, jetzt eine ganze Menge Rabbis da und eine ganze Menge Falschlehren da. Und es gibt alleine 930 Arten des Todes. Ja, es gibt also da unendlich vieles. Also es wird also erzählt, die könnten jetzt den Moses-Tod deuten und so weiter und so fort. Der ist von Gottes Mund gestorben und ach, hast du nicht gesehen da alles. Also es ist echt unglaublich. Und in der Bibel selber ist es letzten Endes überhaupt nicht beschrieben. Da steht nur drin, dass er gestorben ist, ja, nach dem Wort des Herrn. Und er begrub ihn im Tal im Land Moab, Bet-Peor gegenüber, aber niemand kennt sein Grab bis zum heutigen Tag. Aber die Juden haben nur diese, oder die Juden glauben ja nur an den alten Bund sozusagen, den Gott mit ihnen gemacht hat, das aus verschiedensten Gründen. Einer der Gründe ist der, meines Wissens nach, ich bin ja kein Experte für Juden, einer der Gründe ist der, dass sie natürlich nach wie vor darauf pochen, das auserwählte Volk zu sein. Ja, in dem traditionellen Glauben. In dem Moment aber, wo Jesus Christus auf der Bildfläche sozusagen erschienen ist, ja, ist die ganze Geschichte ja, ist der alte Bund ja letzten Endes dann eben erneuert worden und als neuen Bund gemacht worden. Und der Apostel Paulus hat ja dann mit den anderen Jüngern diesen Glauben in der Apostelgeschichte dann auch an den Heiden getragen, zu den Heiden getragen. Und das ist natürlich ein Punkt, den die traditionellen Juden überhaupt nicht verwinden können, weil sie ja dann eben nicht diese Ausnahmestellung mehr haben, als auserwähltes Volk im auserwählten Land zu sein. Ja, Weil Daniel in Kapitel 9, Verse 4 bis 27 ganz deutlich gesagt hat, 490 Jahre, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine Stadt, um ein Ende zu machen von den Übertretungen und den Geheiligten zu salben. So, und als Jesus Christus kam, waren 483 Jahre vergangen. Dann wurde Jesus Christus im Fluss Jordan von Johannes dem Täufer getauft. Der Heilige Geist in Form einer Taube fiel vom Himmel, schwebte vom Himmel herab und eine Stimme vom Himmel sagte, dies ist mein Sohn, den ich lieb habe. An dem ich Gefallen gefunden habe. An dem ich Gefallen gefunden habe. Ihn hört, ja, oder ihn erhört. Ja. Und da hat Jesus Christus 3,5 Jahre lang in seinem irdischen Leben, ab dem 30. Geburtstag, das ist nämlich das Alter, das man erreichen musste nach dem levitischen Gesetz, um ein Priester sein zu dürfen, hat er nach der Taufe dann 3,5 Jahre das Reich Gottes auf dieser Erde verkündet, ist dann nach diesen 3,5 Jahren von den heidnischen Römern ans Kreuz geschlagen worden. Nein, nicht die Juden haben ihn gekreuzigt, es waren die heidnischen Römer, die ihn gekreuzigt haben. Es war der Satan, der ihn hat kreuzigen lassen in Erfüllung der Prophezeiung Genesis Kapitel 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft sehen zwischen deiner Saat und ihrer Saat. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das hat Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Jesus Christus hat, bevor er den Geist aufgab, gesagt, es ist vollbracht. Im gleichen Augenblick ist der Vorhang im Tempel in Jerusalem von oben nach unten eingerissen, hat das Heiligste vom Heiligen bloßgelegt und somit deutlich gemacht, dass Gott nicht mehr in Tempeln gehauen aus Stein auf dieser Erde verbleibt und dass keine weiteren Opfer mehr akzeptiert werden, weil Jesus Christus ist das einzige und für allzeit erfüllende Opfer, das die Sünden der Welt wegwischt, so wie es auch in Johannes geschrieben steht, siehe das Lamm der Welt, das die Sünden wegwischt mit seinem Blut. So ungefähr, ich kann es jetzt nicht wortwörtlich sagen. Ja? Diese Erfüllung, als Jesus am Kreuz war, das waren die ersten 3,5 Jahre der 70. Jahrwoche. Und dann kamen die nächsten 3,5 Jahre, wo Jesus Christus gesagt hat nach seiner Auferstehung, ich muss in den Himmel auffahren, weil wenn ich nicht weggehe, dann kann ich euch nicht den Tröster senden, der euch in alle Wahrheit leiten wird. Und da haben die Apostel angefangen, in Zungen zu sprechen und haben das Evangelium allen Menschen verkündet, die in Jerusalem waren und sind aus Jerusalem ausgezogen und haben es der Welt verkündet, worunter Paulus es den Heiden verkündet hat und die anderen sind mehr oder weniger im Sprachgebiet der Juden geblieben und haben es im Orient verkündet, aber Paulus hat es den Heiden verkündet in Kleinasien über Antioch. Und all die ganzen Stellen, wo ihr wisst, wo er die Briefe zugeschrieben hat, bis zu am Anfang der Brief an die Römer, ist gleich im Grunde. Der erste Brief ist direkt geschrieben an die Höhle des Löwen, nenne ich es mal. Da, wo
der Drache sitzt, in dem Fall, ja, der sitzt Satans, mal ganz ehrlich gesagt, weil da ist ja später der Antichrist gesessen und sitzt da immer noch. Der Papst, der der Stellvertreter des Satan hier auf Erden ist. Er sagt von sich selber, er ist Jesus Christus verborgen unter einem Mantel von Fleisch, das ist richtig, weil er vertritt nicht den Jesus Christus der Bibel, sondern den Jesus Christus aus Babylon, das ist Tammuz. Und das ist im Grunde eine Personifizierung von Satan. Also diese letzten 3,5 Jahre waren dann die komplette Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel. Die ist damit abgeschlossen und vorbei. Und seitdem ist das israelische Volk kein Volk des Blutes mehr, aber ein Volk des Geistes. Und viele, viele, viele Prophezeiungen und Erwähnungen des Gottesvolkes im Neuen Testament geschrieben, im Alten Testament, in Büchern wie Jeremia, wie Jesaja, wie Hesekiel, wo es oftmals wirklich um das Israel von heute geht, spricht das geistige Israel an, nicht das Blut Israel. Und diese Juden hier in Jerusalem und in Israel, über die wir hier in dieser Sendung sprechen, das sind die, die dadurch betrogen sind, dass sie Jesus Christus nicht annehmen und von daher einer heidnischen Religion folgen, der Lüge des Satans folgen. Denn Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. So, das waren jetzt meine 5 Minuten, Michael, die musste ich mal haben. Ja, gut. Und da siehst du jetzt direkt da unten drunter, dass es da einen Bezug gibt zu einem sogenannten Engel des Todes. Ja, der leichteste aller Todesumstände ist vom Engel des Todes ausgegangen. According to the Satan. Nee, du bist schon viel zu weit wieder oben. Ja, genau da. Ja. Wenn man den Sagen Glauben schenkt, sind 6 Menschen auf diese Weise ums Leben gekommen. Wie gesagt, jüdischer Mystizismus. Ja. Abraham, Isaak, Jakob, Miriam, Aaron und Moses. Ja. Sie sind dann durch den Kuss ums Leben gekommen. Im jüdischen Mystizismus ist der Kuss gleichbedeutend mit einer mystischen Fusion mit Gott. Das heißt, das ist da quasi eine Anerkennung, ja? So, und dieses Zohar bedeutet, das bedeutendste Schriftwerk der Geheimlehre, sozusagen Kabbala, der mystischen Lehre der Juden, nicht der Tora, nicht den ersten Büchern Moses, nicht des Pentateuch. Der Name Zohar bedeutet strahlender Glanz. Aha. Und geht angeblich auf die biblischen Texte von Ezechiel und Daniel zurück. Ich glaube, dass es auf Luzifer zurückgeht als Lichtträger. Deswegen der strahlende Glanz. Das ist meine Vermutung. Ja, wobei hier steht, der Name bedeutet strahlender Glanz, geht zurück auf biblische Texte bei den Propheten Ezechiel und Daniel. Hm. Die Juden in der jüdischen Bibel ist das Buch Daniel nicht unter den Büchern der Propheten. Mhm. Auf dem Buch von Daniel, ganz sicher auf dem Kapitel 9, Verse 4 bis 27, wo ich gerade davon zitiert habe, liegt ein talmudischer Fluch. Ja, das stimmt. Und wer das Kapitel nicht glaubt, 53, ne? Und wer das nicht glaubt, dem kann ich das gerne mal zeigen. Mhm. Ich habe da ein Bild. Ich habe es natürlich nicht vorbereitet. Ich muss mal eben suchen. Ich weiß nicht, unter welchem Namen ich das habe. Entweder unter Curse oder unter Talmudic. Müssen wir mal eben schauen. Hier ist es. Hey, da war es doch eben. Komm, hier, komm her. Das ist in Englisch, aber wir können das auch mal eben übersetzen. Ja? Das ist aus dem Video von Total Onslaught von Walter Veit. Ab und zu kann man mit dem auch mal wirklich was Richtiges lernen. Er blendet hier aus dem talmudischen Gesetz, Seite 978, Sektion 2, Reihe 28, folgenden Text ein. Mögen die Knochen von den Händen und die Knochen der Finger von demjenigen verrotten und sich auflösen, von demjenigen, der die Seiten des Buches Daniel umdreht, um die Zeit herauszufinden, die Daniel in Kapitel 9, Verse 24 bis 27 beschreibt. Und möge die Erinnerung von ihm verrotten von dem Angesicht dieser Erde für immer. So, das ist soweit, wie ich das jetzt mal eben freihändig aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen kann. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich. Das heißt, mit anderen Worten, es ist ein rabbinischer Fluch. Das heißt also, das wird den Rabbinern bereits aufgelegt. Und die Rabbiner sind ja die Lehrer der Juden. Also es geht hier nicht mal um den kleinen Juden auf der Straße, der unschuldig probiert, in dem Wort Gottes
seinen Weg zu finden, sondern es geht hier um den Rabbiner, es geht um den Lehrer, es geht um den sogenannten Meister, Rabbi, da hatten wir ja gerade von gesprochen in einem anderen Bibelvers, Matthäus 23, wenn ich mich nicht irre, war es gerade eben, denen wird eben verboten, darüber zu sprechen aus dem talmudischen Gesetz. Und das talmudische Gesetz, da können euch die Leute erzählen, was sie wollen. Wenn sie euch nicht die Wahrheit erzählen, dann ist es, dass sie euch nicht erzählen, dass der Talmud mitgebracht wurde aus der babylonischen Gefangenschaft. Eine Vermischung der wahren israelitischen Lehre. Die Israeliten waren ja schon in Ungnade in Gott gefallen, als sie von Babylon gefangen genommen wurden. Sonst hätte Gott ja die Babylonier gar nicht schicken müssen. Babylonische Gefangenschaft 70 Jahre war eine Strafe für ihren Abfall. Und da haben sie nochmal ihren Abfall nochmal mit Babylon gemischt und haben von da im Grunde den Talmud mitgebracht. Der Talmud hat eine babylonische Wurzel, eine babylonische Quelle. Ganz gleich, was man euch sonst irgendwo erzählt. Mhm. Ihr könnt das ja auch selbst nachforschen. Und in diesem Talmud steht eben drin, lies, was du willst, aber lies nicht Daniel Kapitel 9, Verse 4 bis 27 und probiere nicht aus der Zeit, die dort angegeben ist, zu bestimmen, wann der Erlöser kommt. Von daher ist es so wunderbar, wenn wir das Evangelium von Lukas lesen, da lesen wir von einem sicheren Simeon. Der Simeon steht auf der Tempeltreppe und erwartet Josef und Maria am achten Tag nach der Geburt Jesu Christi, wo sie Jesus die Treppe hinaufbringen, um ihn beschneiden zu lassen. Und er bittet Maria, dass er doch bitte den Jesus bitte einmal festhalten dürfe. Und Gott hat ihn dahin geführt. Und er hält Jesus in die Luft und dankt dem Herrn dafür, dass er die Erlösung der Menschheit hier in Händen hält und sieht und sagt, jetzt kann ich sterben. So ungefähr. Ihr könnt selbst nachlesen. Ist im Lukas-Evangelium ist es beschrieben. Wunderbare Geschichte. Und wie konnte der Simeon das wissen? Weil er sich von dem talmudischen Fluch nicht hat beeinflussen lassen. So. Ich hatte wieder meine drolligen 5 Minuten. Dankeschön, ja, Michael. Wird eine lange Sendung. Da kann ich ja auch nicht helfen. aber wird eine sehr interessante Sendung. Ne? Es geht nämlich jetzt um den folgenden Punkt. Der Zohar selber bezieht sich jetzt auf, heißt Glanz und bezieht sich angeblich auf Hesekiel 1,28. Der Punkt ist aber der, ich habe es jetzt nicht eingeblendet hier, ne, aber ich habe es nachgeguckt in der Zwischenzeit. Der Punkt 1,28 heißt, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, also damit ist der Regenbogen gemeint, ne, so war auch der Glanzring, um anzusehen. So war auch das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. Okay? Aber es gibt da auch Jesaja 14,12, wo drauf steht, wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern. Da haben wir nämlich den Glanzstern, da haben wir nämlich den Glanz auch. Und deswegen sage ich, Glanz selber kann auch negativ sein. Ich glaube diesem Zohar hier überhaupt nichts. Wenn ich weiß, das ist eine Mystik, dann beziehen die sich nicht auf diesen Vers, den sie angeben. Das ist meine Behauptung, die ich jetzt hiermit aufstelle. Und ich sage, das Buch des Glanzes, das hat einen ganz anderen Hintergrund. Das geht nämlich dann eben zurück auf die Kabbala und das geht eben zurück auf Babylon und auf die ganze Geschichte. Und deswegen ist es gegen Gott gerichtet. Ja? Wir lernen aber, dass eben der Kuss da eine ganz, ganz bestimmte Bedeutung hat. Es gibt da einen Kuss des Todes. Und warum reite ich da jetzt so drauf rum? Nun, es ist ganz einfach. Wir haben auch diesen Bezug zu diesem Kuss oder zu einem Kuss, haben wir auch in der Bibel. Ja. Und zwar bei der Geschichte Johannes 13,21. Ich habe sie jetzt ziemlich weit unten kopiert, weil da kommen noch einige Sachen vorher, wo Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich verraten, sagt er. Ja. Und das ist die Geschichte von Judas Iskariot. Die können wir gerne mal vorlesen. Ab Johannes 12,4. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Dinare verkauft und das den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Das ist eine falsche Übersetzung.
Geld ist die Wurzel alles Bösen, nicht eine Wurzel, heißt es in der König James. Ja, the das love of money, ne? Is the root of all evil. Ja, deswegen halt, sage ich es eben hier. Ja, ja. Deswegen sage ich es eben hier, dass die Leute das bitte gleich direkt mal nachschlagen. The root ist nicht one root. Ne? Denn die Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Und dann kommen wir schlussendlich zum Verrat des Judas. Da ging einer der zwölf namens Judas Iskariot hin zu den obersten Priestern und sprach: Was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Ja, dann guckt er dieses Bild an. Gene Simmons on Power, the power of money, ja? Ja, more power. Genau. Wir lesen dann weiter im Johannes Kapitel 13. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich dem eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt, und jeder von ihnen fing an zu fragen: Herr, doch nicht ich? Er antwortete aber und sprach: Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortet Judas, der ihn verriet, und sprach: Rabbi, doch nicht ich? Er spricht zu ihm: Du hast es gesagt. Es ist interessant, wir werden das in einer Bibelstudie sicherlich mal erwähnen. Jesus sagt hier zu ihm: Du hast es gesagt. Das sind dieselben Worte, die er zu Pontius Pilatus erwähnt, als Pontius Pilatus ihn fragt, ob er nicht der König der Juden sei. Der Juden ist, ja, genau. Nicht wahr? Ja. Bibelstudie ist sehr interessant. Ich fahre fort, okay? Mhm. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber verriet, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Der, den ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Kuss bedeutet Verrat und somit das Todesurteil. Das ist meine Hypothese, was der Name Kiss bedeutet. Das ist keine Hypothese, das ist eine sehr fundierte Faktenzusammensammlung, die du hier gebracht hast und eine Erklärung für viele Menschen, die sich fragen, wenn Jesus doch damals durch die Straßen gelaufen ist und jeder ihn kannte, warum musste er denn geküsst werden? Jeder wusste doch, wer Jesus war. Mhm. Warum musste er denn geküsst werden? Aus genau dem Grunde, den du uns gerade hier erklärt hast, weil das aus dem Talmud kommt. Weil das aus der abgefallenen jüdischen Religion kommt. Daher. Es kommt aus Babylon. Mhm. Und Gene Simmons und Paul Stanley sind Juden. Und sie heißen Kiss.
Und sie sind Dämon. Ja, dieses Bild, das kannst du noch zeigen. Das wird zum Abschluss, glaube ich, dann noch klar, was es aussagt. Ne? Sie vertreten eine satanische Agenda. Sie belügen uns. Sie machen unchristliche Musik. Und Kuss ist eben das Zeichen des Verrats. Und deswegen meine ich, dass sich da eben Leute zusammengesetzt haben, die Jesus Christus eben bekämpfen, weil sie eben Satan dienen mit ihrer Agenda. Und deswegen heißen die einfach KISS, der Kuss des Judas Iskariot. Ja. Und jetzt sind wir bei 59 Minuten und ich habe noch ein paar Songtexte vorbereitet. Wir können da drüber fliegen, wir können aber auch das in der nächsten Sendung machen. Je nachdem, wie fit du noch bist. Es geht nicht mehr so lange. Es geht nicht darum, wie fit ich bin. Ich denke, dass der Inhalt der Sendung, die wir gerade gemacht haben, so intensiv ist für die Leute, die jetzt zugeschaut haben, dass sie sich nicht mehr darauf konzentrieren können, was jetzt noch kommt. Ich fand es einen sehr guten Abschluss soweit, was die Lehre angeht. Ich habe selbst jetzt verstanden, wo das mit dem Kuss herkommt, weil man fragt sich das ja selbst auch immer ab. Und ich hatte diese Erkenntnis nicht, dass das eben von diesen abgefallenen Juden kommt. Das geht ja im Grunde auch noch weiter in der Bibel, wo Jesus in der Offenbarung spricht von denjenigen, die Juden sind oder sagen, dass sie Juden sind, aber eben keine sind. Das sind eben die, die diese Tradition hochhalten. Also das war eine so gute Sendung. Ich würde persönlich vorschlagen, dass wir hier einen Schlussstrich ziehen, dass auch die Leute die Möglichkeit haben, sich das vielleicht nochmal anzugucken, vielleicht nochmal zurückzuspulen. Wenn wir das als eine Premiere zeigen, dann bin ich mal gespannt auf die Kommentare, die jetzt in diesen letzten paar Minuten dazu geschrieben werden. Und auch wenn die Premiere vorbei ist, bin ich gespannt auf die Kommentare. Ich kann euch nur sagen, diese Lesung heute hat uns ein Ding wieder einmal unwiderlegbar bewiesen. Die Bibel ist die einzige Wahrheit, die zählt. Und wenn ihr nicht die Bibel lest und wenn ihr die Wahrheit aus der Bibel nicht kennt, dann hat das ganze Studium der satanischen Musikindustrie oder Filmindustrie oder der politischen Industrie überhaupt keinen Sinn, weil ihr es nicht verstehen werdet. Aber man muss es an der Bibel messen. Und ich bin Michael sehr dankbar dafür, dass er das mit dem Kuss da herausgefunden hat. Das war eine sehr gute Arbeit, Bruder. Dankeschön. Und damit habe ich meinen Teil für dieses Video gesagt und ich überlasse dir gerne noch den Schluss. Ja, es war auch eine Menge Arbeit, diese ganzen Sachen zusammenzutragen und deswegen hat es sich alles so Stück für Stück aufgebaut, um halt die Lügen von Gene Simmons und Kiss da mal rauszubadobern und welche Agenda sie dann halt vertreten, ist, glaube ich, dann auch ganz gut klar geworden. Jetzt weiß man auch, warum ich die Videos mit Israel gezeigt habe. Er hat halt eine starke Verbundenheit zu diesem Land immer noch und hat halt da eine Kippa an auf einem Bild. Es spricht alles dafür, dass er diesen Glauben lebt und in diesem Glauben, in dieser Mission ist er unterwegs. Und deswegen ist er eben ein Antichrist, weil er eben gegen Christus ist. Deswegen kann ich euch nur raten, ihn nicht weiter zu unterstützen, denn es geht darum, um im Endeffekt um euer Leben nach dem Tod, um eure Erlösung, die geht nur mit Jesus Christus in Johannes 14,6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus Christus von sich. Niemand kommt zum Vater, denn nur durch mich. Und deswegen würde ich mir sehr wünschen, dass wir in Zukunft weniger Musik hören, wenn es nicht schon tut, und mehr die Bibel lesen. Denn ohne die Bibel hätte ich diese Lesung hier nicht machen können, hätte ich diese Sache nicht herausfinden, nicht kombinieren können. Und deswegen bin ich dem Herrn im Himmel dankbar. Danke, Herr Jesus Christus, dass du mir geholfen hast, die Wahrheit zu verbreiten in der Stunde der Wahrheit. Und ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Menschen gibt, die das auch für sich und andere herausfinden und die dann eben vorangehen und eben den Weg für den Herrn bereiten und dann auch möglichst immer in der Wahrheit bleiben. Das ist in dieser Welt unheimlich schwierig und das Einzige, das einzige Werkzeug, was wir haben, ist das lebendige Wort Gottes, eben keine Symbole, sondern das Wort Gottes in der Bibel. Und deswegen wünsche ich mir, lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank. Maranatha.